Wissen Sie, was das hier ist, meine Damen und Herren? Ein Pango. Wer kennt den Pango? Siehst du? Die schwindeln doch. Ich habe es gesehen, morgens um 9 Uhr in Sat.1. Früher hieß es HOT, jetzt heißt es HSE. Home Shopping Europe. Und zwar, das sind Vollprofis, die das machen. Ja? Es sind Handwerker. Zuerst hat einer erklärt, wie man schneidet. Mit so einer Art Teppichmesser oder Glasmesser. Du schneidest hier einfach durch. Die sprechen alles im badischen Dialekt. Du drehst die Kacke kurz um, einmal drüber mit dem Messer, um, zack, sauber gebrochen. Ja? Dann das Nächste. Und dann... Und dann kam der zweite Experte und der Moderator sagte, kennen Sie den? Kennen Sie das? Der Moderator sagte, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir den überhaupt noch einmal vorstellen, weil so wie der belauft, das ist der erfolgreichste Produkt bei uns hier in der Sendung, es muss jeder schon zwei daheim haben. Und dann kam der zweite Experte auch bei und sagte, das ist mein Pango. Und ich habe festgestellt, das ist das Gerät, was ich bisher vermisst habe. Es ist keine Schleichwerbung, wenn wir das Produkt hier vorstellen. Nein. Denn wir werden der ganzen Sache ja durchaus auch kritisch begegnen. Es könnte ja sein, dass er die hohen Ansprüche nicht erfüllt. Wir haben einen Brief bekommen von der Firma Ulrich Handels und Promotion GmbH. Pango Rohrreiniger, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Schmidt, Anbei wie gewünscht zwei Pango Rohrreiniger. Wir als kleine Hersteller bedanken uns recht herzlich für die positive Darstellung. Das wisst ihr ja noch gar nicht. Ja? Der Pango Rohrreiniger ist seit 5 Jahren ein Bestseller bei HSE, ehemals HOT. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren persönlichen Pango-Man Ottmar Ulrich unter Handy. Viele Grüße. So, und ich will Ihnen das mal zeigen, weil ich saß morgens um 9, ich wollte die Quote von uns angucken, ja? Mhm. Plötzlich bleibe ich da hängen und das sind absolute Profis. Der eine mit dem Glasschneider hat ein, wenn du selber ein Aquarium bastelst, man kennt es, man schneidet das Glas durch, man setzt es an, ne? Passt, verfugt, wird nachher, zeigen wir später. Die haben das drauf, das gibt's überhaupt nicht. Und jetzt, Sven, sei mal so lieb, bitte. Danke, unter Sven, meine Damen und Herren, das geht dann so los. Servus, mein Lieber, unter Anzug, ich noch zur Feuerwehr. Ah, immer noch ein kleiner Scherz. Folgendes, das hier ist für mich schon mal eine tolle Sache. Das ist für mich schon mal eine tolle Sache. Das ist mal eine Arbeitsfläche in meiner Höhe. Verstehst du? Ich glaube, die dünne Arbeitsfläche, wenn Sie zu Hause machen, ist, glaube ich, 80 cm. Ne? Von oben sind 80 cm, hat der Waschschüttel drin und so weiter. Folgendes. Du nimmst dein Pango. So fängt das an. Ja? Du, Sven, da haben wir ein Draht. Sag mal so, es ist folgendes. Ne? Man ist am Wochenende daheim. Ne? Auf einmal merkst du, der Abfluss ist verstopft. Gell? Woran merkst du jetzt, dass dein Abfluss verstopft ist? Ne? Es sprudelt. Ne? Du hörst es, es fängt an, kleine Kreise zu machen. Was machen wir? Man geht in die Garage, man geht in den Keller runter. Ne? Und holt sich einen ganz normalen Draht, wie man halt so im Heimberger Kasche daheim hat und fangt jetzt an, damit im Ausfluss drin rum zu stopfen. Jetzt kann es natürlich sein, ne, das wird immer so geteilt, jetzt kann es sein, du kommst ein bisschen runter, ne, du stopfst jetzt noch weiter, aber dann kommst du an Trümmer. Das heißt, jeder hat die Erfahrung mal gemacht. Dankeschön für die Erfahrung, das war's. Weil es geht nicht weiter. Was machst du jetzt? Du holst deinen Pango und er hat von diesem Gerät gesprochen, als wäre es ein Verwandter. Das stimmt gar nicht. Er hat netter gesprochen, als man von Verwandten spricht. Ja? Du holst dein Pango, jetzt sagen wir mal so, du hast da drin das, was ich halt im Laufe der Jahre ansammle. Ne? Da kann die Frau putzen, das ist klar. Das heißt immer bei HSE, da kann die Frau putzen, was sie will. Ne? Zahnpasta, Schuber, alte Haare, Speiserechte, das sammelt sich alles an. Das Fett macht sich fest am Rohr. Ich würde in dem Fall empfehlen, dass man ab und zu mal heißes Wasser rein gibt, ne? Damit sich das Fett löst. Und dann, pass auf, du holst dein Pango, sagen wir mal, das ist mittelmäßig verstopft. Hast 1, 2, 3, 4, 5, 6... Und er macht es auch schon viel, viel lässiger als ich, die Bewegung. 7, 8, ne? Setz es hier sauber an und, ach, jetzt habe ich was richtig vergessen, weil ganz wichtig ist, der Schutz hier, sonst haut sie die ganze Brühe entgegen. Du machst hier die Manschette drüber, Pango angesetzt und pass auf. Es funktioniert. Es muss noch weitergehen. Ne? Und hau. Jetzt hast du deinen Pango. Zwischendurch hat er mal gezeigt, wie stabil er ist. Er ist nicht kaputt zu kriegen. Ich frage mich, wer macht das? Wenn ich einen Pango habe, bin ich doch froh, dass ich einen Pango habe. Da gehe ich doch nicht her und mache mit meinem Pango so. Aber selbst da ist er nicht kaputt zu kriegen. Jetzt merkst du, das Wasser läuft durch, aber nicht tief genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Überhaupt kein Problem. Angesetzt, Manschette nicht vergessen, wenn die ganze Soße nicht im Kopf haben wollen. Truff und... Ha 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 ha
Er funktioniert. Man muss sagen, es funktioniert. Ja, vier Versuche, aber... Ja gut, das hat er gesagt. Es kann länger dauern, am Wochenende vor allen Dingen. Du bist Spanier, auf einmal merkst du, das sprudelt. Sprudelt. Das heißt, man kann durchaus 5 oder 6 Versuche brauchen, ja? Aber du merkst natürlich, dass der ganze Pfropf durch ist, wenn das Wasser wieder durchfließt. Du hast ja daheim, normalerweise hast du ja kein durchsichtiges Rohr unten dran mit der Krümmung, oder? Nein. Hast du ein Rohr, weil man durchgucken kann? Nein. Also, 1, 2, 3, je nachdem, wie viel Druck sie drauf haben wollen, angesetzt und das wurde auch erklärt. Es ist ganz wichtig, dass hier die Manschette ist. Es kommt ja auch vor, dass das Klo verstopft ist. Sonntag früh, die Frau geht aufs Klo verstopft. Was machst du? Holst ein Pango? Und jetzt? Jetzt gibt's natürlich Grasdackel. Wenn sie das Klo durchbläsen wollen, setze das da drauf. Das ist natürlich Quatsch, weil die Schüssel ist so groß, der Rest kommt entgegen. Wenn das Klo verstopft ist, nimmst du den da. Jetzt kann es natürlich sein, je nachdem, wie es der Frau geht, muss mehr Bumbe. Wir haben jetzt kein Klo da. Ne? Nein. Aber naheliegend, das reicht für die Schüssel. Und so wurde das erklärt. Und jetzt haben wir das. Also, ich bin ein solcher Fan. Ich glaube, dass ich mir 50 Pangos bestelle. Weißt du, beidhändig, so wie Clint Eastwood. Ja. Einmal im Jahr mit der Pango durchgejagt, heißes Wasser hinterher, das ist wichtig. Nicht anfangen mit dem Schraubenzieher hier die Schraube zu, das haben wir auch gesagt, viele gehen nicht schwer, wenn zum ersten Mal verstopft ist, fangen an mit dem Schraubenzieher hier die Schraube aufzumachen, hat man einmal die Erfahrung gemacht, macht es nie mehr wieder. Weil innen das Teil fällt durch, da kommst du nicht mehr ran. Du nimmst deinen Pango, überhaupt kein Problem, setzt auf, wenn der Abfluss ein bisschen größer ist, 1, 2, 3. Und er hat aber natürlich noch lockere gepumpt als ich. Ne? Mhm. Es ist schon ein bisschen anstrengend, aber ihm sagt, zack, 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 angesetzt und... Sag mal so, es ist... Puh, Teufel, das klebt ja. Sag mal so, die Frau ist krank, die Kinder sind aus dem Haus, es ist langweilig, was machst du? Du holst dein Pango und schießt der ganze Klump wieder rein. So, jetzt haben wir das Gerät genügend gewürdigt. Absolut. Ja. Wir sind auch nicht im Verdacht, Schleichwerbung gemacht zu haben. Nein. Weil wir haben das Gerät bezahlt. Was kostet das Gerät? 89,90. 89,90? Ja, aber auch das ist gesagt worden. Ich bitte Sie 89,90 für den Pango. Wenn Sie am Sonntag merken, das Rohr ist verstopft oder das Klo spielt immer ab. Allein die Anfahrt vom Notdienst kostet mehr wie der Pango. Dann habe ich aber noch repariert und vor allem, Sie können ja alle... Das wird der Lebensinhalt werden. Sie werden nur noch die Abflüsse im Haus durchgehen. Wo ist ein Abfluss? Ja? Alles, was noch Abfluss aussieht, Pango, puff! 89 Mark und kann nur bei HSE bestellt werden. Das war echt anstrengend. Ich habe eine Sehnenscheidenentzündung von gestern, irgendwie vom Pumpen. Vom. Ja, aber der Typ, der das macht, der hat die richtige Muckis. Ja. Ja. Das geht, man muss es halt besingen, aber es macht echt Spaß zu.